der Pflicht zur gemeinnützigen Arbeit im Rahmen eines Integrationsjahres. Und ganz ehrlich, natürlich bin ich froh, dass nach einem halben Jahr Widerstand seitens der SPÖ jetzt auch hier eine Zustimmung erfolgt ist. Ist das eigentlich alles wert, diese Koalitionsverhandlungen mitten unter der Legislaturperiode? Oder sagen Sie, dass es rausgekommen ist, das war es eben wert? Ja, das Ergebnis ist in Ordnung, das Ergebnis im Integrationsbereich ist sogar sehr gut, aber natürlich hätte man das auch wesentlich einfacher und mit wesentlich weniger Aufregung haben können. Das Integrationsgesetz zum Beispiel, das gibt es seit August, das liegt seit August beim Koalitionspartner, seit August ist verhandelt worden, man hätte wahrscheinlich auch so die Zustimmung erteilen können. Vielen Dank.